Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video, 7 Deadly Sins Grand Cross. Ich bin etwas spät dran, hat die letzten Tage wenig bis gar keine Zeit, wie ihr gesehen habt. Ich habe die letzten Tage nichts hochgeladen, aber wir haben natürlich Ominous Nebula Zeldris jetzt schon seit Donnerstag auf dem japanischen, koreanischen Server draußen. Bei uns kommt das Ganze am Dienstag, sprich am 16.8. kommt dieser Charakter raus und wir schauen uns mal den Charakter an. Für mich ganz klar auf jeden Fall ein Support-Charakter, sprich, ich würde ihn sehr wahrscheinlich für PvP mit einem HP-Defense-Set spielen, einfach aus folgendem Grund, dass er mehr aushält und länger supporten kann. Plus, man hat natürlich immens viel mehr CC. Wir gucken uns erstmal seine Passive an. Die ist natürlich nur für Dämonen oder Leute mit einem Gebot. Für jeden zutreffenden Verbündeten auf dem Bett auf dem Spielfeld in PvP tut er hier einmal die angriffsbasierten Werte um 4% pushen und tut den Angriff von den Feinden um 6% schwächen. Sprich, wir spielen mit drei Demons auf dem Feld, wir haben 12% angriffsbezogene Werte mehr, plus der Gegner hat 18% weniger Angriff. Das heißt, wir bekommen angriffsbezogene Werte, der Gegner bekommt aber hier nur seinen Angriff reduziert. Dann haben wir hier einmal natürlich seine Single-Target-Angriffskarte, die tut pulverisieren. Das heißt, pro Orb, den ihr auf ihm drauf habt, macht ihr 20% mehr Schaden. Habt ihr 5 Orbs auf ihm drauf, sind das 100% mehr Schaden. Plus, ihr könnt hier mit ihm einmal die Ulti reduzieren, was ich sehr wichtig finde, denn sonst kann man immens krass in die Ultrush-Teams reinlaufen. Das kann er hiermit verhindern. Hier haben wir 180, 270 und 450%. Die Ult-Reduction bleibt aber überall bei 1. Die wird bei Rang 3 jetzt nicht noch ein Orb höher. Hier haben sie sich verschrieben, Rang 2 und Rang 2. Hier ist natürlich Rang 3 gemeint. Dann haben wir eine AOE, die ist auch ziemlich nice, denn damit tun wir die heilungsbezogenen Werte einschränken, sprich wir tun hier infizieren, wir tun die Heilung vom Gegner verhindern, einmal mit 110% Schaden, einmal mit 180 und einmal mit 280% Schaden und dann für zwei Runden das Ganze natürlich eine AOE. Die Angriffe finde ich immer nice, wenn man die auf einem Support-Charakter hat, denn dann kann sich der Gegner natürlich nicht wieder hochheilen, es sei denn, er kann sich reinigen. Und wir haben seine Ulti, ist eine Weak Point Damage Ulti, sprich dreifachen Schaden gegen geschwächte Feinde. Einmal hier von 210 anfangen bis 315% Schaden. Finde ich sogar tatsächlich echt gering, den Multiplier bei einer Ulti. 210 und 66 315. Einziger Grund, wieso man da, finde ich, die Ulti auf 66 haben sollte, ist für die CC. Aber ich denke mal, 1,6 reicht er vollkommen. An sich ein solider Charakter, passt natürlich super für ein Team aus dem neuen Esterossa. Traitor Meliodas, dann Zeldris und hinten drinne halt eben Ragnarokbahn, denn wir können jetzt den grünen Festival Zeldris nicht mehr benutzen. Wobei ich finde, dass andere PvP-Teams ohne Omina Nebula Zeldris genauso gut funktionieren. Sprich Teams mit Assault Mode Meliodas, Hendrickson, Esterossa und hinten drin Festival Zeldris. Das heißt, für mich ist er absolut kein Must-Have. Das Einzige, wieso man sich überlegen sollte, ihn wirklich zu ziehen, ist, man hat die Diamanten, man möchte Demon-Teams spielen, man will eventuell auf jetzt neue Demons, die kommen, die vielleicht mit ihm sehr gut zusammenarbeiten, spielen, dann sollte man ihn ziehen, denn er ist ein saisonaler Charakter. Saisonale Charaktere kommen nicht sehr oft wieder zurück ins Spiel. Wenn wir uns anschauen, wie viele Banner zum Beispiel mit Summer Merlin, Christmas Lilia wiederkamen, sind nicht so viele. Sprich, wenn ihr ihn unbedingt haben wollt, dann geht dafür, aber wenn ihr euch sagt, ey, ich spiele sowieso unbekannte Rassenteams, ich spiele die Göttinnen-Teams, dann braucht ihr ihn auf gar keinen Fall. Also er ist absolut kein Must-Have, ihr müsst ihn nicht ziehen. An sich ein solider Charakter. Ich hätte ein bisschen mehr tatsächlich von ihm erwartet. Tut sich natürlich sehr stark in den PvP-Teams mit den Demons, aber es gibt halt nun mal stärkere Teams meiner Meinung nach. Vor allem unbekannte Rassenteams sehr, sehr stark. Ich spiele zum Beispiel jetzt auch wieder im PvP ein unbekannte Rassenteam, was die Demon-Teams und Göttinnen-Teams einfach komplett auseinandernimmt. Also ich sehe keinen Grund für einen Free-to-Play-Spieler oder jemand, der nicht unbedingt ein Demon-Team spielen will, dass ihr hier diesen Zeldris ziehen müsst. Das Einzige, woran ihr denken solltet, ist, dass es ein saisonaler Held ist, sprich, der wird nicht so oft in Banner zurückkommen. Und ja, dann war es das auch schon mit diesem Zeldris. Mehr gibt es eigentlich zu ihm nicht zu sagen. Natürlich ist es jedem selbst überlassen, ob ihr jetzt dafür zieht oder nicht. Meiner Meinung nach ist er auf gar keinen Fall ein Charakter, den ihr unbedingt haben müsst. Und dann soll es auch schon wieder mit dem Video von mir gewesen sein. Aber jetzt gibt es wieder regelmäßiger Videos, sprich, morgen haben wir natürlich Update-Video. Dienstag werden wir live streamen.
Denn ich hatte eigentlich versprochen, dass wir diese Woche oder so, beziehungsweise letzte Woche Sonntag schon streamen, hatte aber wenig Zeit, deswegen werden wir das jetzt am Dienstag machen. Dort werden wir auf jeden Fall die restlichen die restlichen Esterossa-Pulls machen und dann mal schauen, ob wir eventuell noch ein bisschen in Seldris rein investieren, dass wir einfach das Team haben, das mal ein PvP ein bisschen ausprobieren können. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut.